Heute ist ein guter Tag. Österreich unterzeichnet den UN-Migrationspakt nicht. Und die Begründung ist sehr deutlich. Kurz hat sehr deutlich gesagt, dass er findet, dass der Migrationspakt diametral gegen die Interessen Österreichs gerichtet ist, gegen das Parteiprogramm, gegen den Koalitionsvertrag der Regierung gerichtet ist. Denn der Migrationspakt will im Wesentlichen legale mit illegaler Migration, mit Flucht gleichsetzen. Es steht zwar gegenteilig drin in einem Abschnitt, das stimmt, aber es lässt sich aus dem kompletten Dokument herauslesen, dass illegale Migration im Wesentlichen legalisiert werden soll, dass durch umfangreiche Rechte für illegale Migranten, für irreguläre Migration, wie es in diesem Pakt heißt, dass dort letztendlich dann irreguläre Migration befördert werden soll, illegale Migration befördert werden soll und in gewisser Weise auch legalisiert werden soll. Und durch umfangreiche Regelungen, wie dann auch mit illegalen Migranten zu verfahren ist, wohlgemerkt, illegale Migranten sind welche, die gesetzeswidrig die Grenze überquert haben, nie ein Visum beantragt haben und einfach sagen, so, ich bin jetzt da, ich will jetzt bitte schön hier bleiben, das ist illegale Migration. Die sollen dann umfangreiche Zugänge bekommen zu Sozialsystemen, Gesundheitssystemen, Bildungssystemen und so weiter. All das fordert der Pakt. Und richtig ist, das ist zwar nur eine rechtlich nicht verbindende Selbstverpflichtung, aber es gibt auch sowas wie das Völkergewohnheitsrecht, ja, also wenn sich etwas sehr lange einschleift, dann sagt man irgendwann, ja, das ist allgemein anerkannt, das soll also dann beachtet werden und auch Österreich will da einen Riegel vorschieben. Die sagen, wieso sollen wir eigentlich das Risiko eingehen, wenn dieser Pakt genau das Gegenteil dessen ist, was unser Land braucht, nämlich qualifizierte Migration und letztendlich eine deutliche Unterscheidung zwischen illegaler und legaler Migration, damit man eben auch illegale Migranten wieder dorthin zurückschickt, wo sie herkommen. Sie haben ja kein Aufenthaltsrecht. Also wenn dieser Pakt genau das Gegenteil dessen bezweckt, was wir eigentlich wollen, warum sollen wir das dann eigentlich unterschreiben, auch wenn es nur eine Selbstverpflichtung ist? Da riskieren wir nur, dass es Völkergewohnheitsrecht wird, da riskieren wir nur, dass wir letztendlich irgendwann doch eine Einschränkung unserer Eigenstaatlichkeit und unserer Souveränität vorfinden. Und warum sollten wir das eigentlich riskieren? Das ist doch völlig unsinnig. Und es ist auch übrigens auf UN-Ebene üblich, dass man nicht alles mit unterzeichnet. Und wir haben natürlich genau die gleiche Haltung. Wir fordern auch die Bundesregierung auf. Wir fordern Angela Merkel und Heiko Maas auf, diesen Pakt nicht zu unterzeichnen im Namen Deutschland. Aus genau der gleichen Begründung. Erstens, dieser Migrationspakt hebt, obwohl er das Gegenteil behauptet, faktisch die Unterscheidung zwischen legaler und illegaler Migration auf. Zweitens, der Migrationspakt fordert in unangemessenem Maße Sonderrechte für illegale Migranten, die wir nicht gewähren wollen. Und drittens, dieser Migrationspakt hat natürlich die Gefahr, dass er entweder Völkergewohnheitsrecht wird oder dass er im Wesentlichen als allgemein anerkannt gilt oder dass die EU-Kommission diese Regelungen in Richtlinien gießt und damit doch für alle EU-Staaten irgendwie verbindlich macht. Und wir sollten dieses Risiko gar nicht eingehen. Wir sollten diesen Pakt, der diametral gegen die Interessen aller europäischen Länder gerichtet ist, auch Österreichs und insbesondere Deutschlands, wir sollten diesen Pakt nicht unterzeichnen. Und deswegen ist auch unsere parlamentarische Initiative in der nächsten Woche, die Bundesregierung aufzufordern, eine solche Unterzeichnung zu unterlassen. Wir arbeiten hart darauf hin, wir werden darauf hinwirken und sollte die Bundesregierung doch gegen die Interessen der deutschen Bevölkerung handeln, wie sie es schon die letzten Jahre immer wieder getan hat, dann werden wir diesen Fehler korrigieren, sobald wir an der Regierung und an der Macht sind. Das ist unser Versprechen an die deutsche Bevölkerung, an das deutsche Volk und wir wollen hier tatsächlich eine Politik, die unser Land, unsere Menschen, unsere Bevölkerung, unser Volk schützt. Das ist unser primäres Ziel, das ist unsere Aufgabe als Politik und deswegen sollten wir keine unsinnigen und absurden Dokumente wie den UN-Migrationspakt unterzeichnen.